Ja, herzlich willkommen bei göttingenlebtlänger.de. Ich bin Klaus Brandl, einer der Initiatoren dieses Blogs und sitze hier im Rathaus in Göttingen zusammen mit dem Oberbürgermeister der Stadt, Rolf-Georg Köhler, und möchte von ihm wissen, welche Auswirkungen eine längere Lebenszeit auf Göttingen, aber auch auf ihn persönlich haben könnte. Fangen wir doch gleich bei Ihnen an, Herr Köhler. Zwischen Erwachsensein und Hochaltrigkeit ist eine neue Lebensphase entstanden. Sie beginnt mit dem Ende des Berufslebens und umfasst bis zu 15 Jahren, die sich zusätzlich gestalten lassen. Wissen Sie bereits, wie Sie diese Phase gestalten werden? Also ob die Phase jetzt erst entstanden, Hochaltrigkeit in der Wohnungswirtschaft, wo ich herkomme, reden wir seit langem über drei Lebensphasen nach dem Berufsleben. Und das Berufsleben endet normalerweise in Deutschland irgendwo mit 65 plus nach Rentengesetz, 5 Monaten, glaube ich, im Moment. Und ich habe gerade die 65 überschritten. Also für die ersten 5 Jahre habe ich vor, Oberbürgermeister noch zu sein, sodass von den 15 Jahren, die Sie nennen, noch 10 übrig bleibt. Danach gibt es eigentlich für mich klare Vorstellungen, was ich machen möchte oder wenn die Gesundheit mitspielt und die Rahmenbedingungen stimmen. Und die werden mit Sicherheit sich nicht nur beschäftigen mit Freizeit. Also es gibt Überlegungen dort, mit Freunden zusammen noch etwas vielleicht im Beratungsbereich zu machen, Erfahrungen mit einzubringen oder Ähnliches. Schön, dann vielleicht einen Blick auf die Stadt. Welche Auswirkungen wird eine längere Lebenszeit der Bürger und Bürgerinnen auf die Stadt Göttingen haben? Ich glaube, das ist eine der nicht so ganz leicht zu beantworten Frage. Man muss sich, glaube ich, klar machen, dass in der Frage, ich sage immer nach 65 und die Zeit danach ist eben sehr individuell und unterschiedlich lang. Also erkennbar ist, dass die Frage von Mobilitäten im Alter sich verändern. Das heißt, eine Stadt, die auch immer einen hohen Anteil an älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern hat, wird sich darauf einstellen müssen, dass die Frage von Mobilitäten immer wieder neu beantwortet werden muss. Das heißt, in der Phase von 65 bis zum Beispiel 80 wird es eine andere Anforderung geben, über 80 wieder eine andere. Dann wird es sehr individuelle Anforderungen aus dem Alter geben. Erkennbar ist, dass schon seit vielen Jahren die Generation, die dann in Rente gegangen ist, sich sehr mobil noch verhält, solange es die Gesundheit nicht erlaubt. Das heißt, Reisen, Leben, Göttingen als Standort ist attraktiv, aber man verlässt Göttingen auch temporär oder für längere Zeiten. Wenn Sie zum Beispiel eine Wohnanlage am Windausweg angucken, dann gibt es dort erstaunlich viele Wohnmobilparkplätze. Das ist zum Beispiel ein Reiseverhalten, was natürlich leider vom Einkommen abhängt, was viele nutzen dann in dieser Phase nochmal. Das Zweite ist, sie nutzen die Phase dazu, sich bildungsmäßig nochmal zu verändern. Das heißt, die Situation der Universität des dritten Lebensalters, wie sie sich nennt, ist ja auch sehr stark geprägt durch Zugänge. Das heißt, Wissenserarbeitung oder Wissensvertiefung auch im Alter scheint ein sehr attraktiver Punkt zu sein. Und natürlich die Frage, welche Verkehrssysteme sie anbieten. Wenn Sie früher darüber nachgedacht haben, dass sogenannte Wohnanlagen für Ältere wenig Parkplätze hatten, dann entspricht das heute nicht der Lebensrealität vieler Leute nach dem Rentenalter. Gleichzeitig können Sie beobachten, dass mit den Fragen der neuen Elektromobilität sich auch viel mehr Menschen mit dem sinnvollen Fortbewegungsmittel Fahrrad auseinandersetzen. Also das scheint ein großes Feld zu sein. Sie müssen es aber innerstädtisch wahrnehmen, weil Sie im Zweifel andere Radwege dafür brauchen. Oder dass Sie auch Mobilitäten mit öffentlichem Nahverkehr anders organisieren müssen. Ich glaube, dass das eine ganz spannende Sache sein wird. Das andere, was erkennbar ist, und Göttingen ist Zuzugsstadt auch für Ältere, und dies hat sehr stark auch was mit medizinischer Versorgung zu tun. Also die Frage der medizinischen Versorgung wird mit darüber entscheiden, wo Menschen sich ansiedeln. Und da ist Göttingen eben hoch präferiert, weil natürlich die Bandbreite an gesundheitlichen Angeboten hier sehr groß ist. Wohnformen können Sie auch noch diskutieren. Wohnformen im Alter können sich verändern. Manche bleiben ihr Leben lang im Einfamilienhaus wohnen. Andere reduzieren sich oder suchen andere Wohnformen in Mietbereichen, in Eigentumsbereichen. Da ist die Gesellschaft, glaube ich, noch lange nicht so weit, dass es
Standard ist, dass eine Wohnung eben nicht behinderten- oder altengerecht gebaut wird, sondern gebaut wird für alle Lebenslagen. Ich sage immer, da wo der Rollator durchgeht, passt auch der Kinderwagen durch. Und das ist dann auch angenehm. Das heißt, diese Wohnformen müssen sich ändern. Ja, dann vielleicht noch mal zu Ihnen ganz persönlich. Können Sie sich in dieser Lebensphase vorstellen, gemeinschaftlich zu wohnen? Ich weiß es nicht, wie ich leben werde. Also das gemeinschaftliche Wohnen habe ich zu Beginn meines Studiums angefangen. Also die klassische WG-Erfahrung und alles. Ich weiß nicht, ob ich die noch mal haben möchte. Es ist andersrum die Frage zu stellen, will man allein wohnen? Und dann gibt es auch ein klares Nein. Also ich glaube, dass so Mischformen vielleicht im Mietwohnungsbau oder Ähnliches mit Gemeinschaftsräumen, mit Begegnungsmöglichkeiten, aber nicht mit zwanghaften Begegnen ideal sind. Und man darf sich auch nichts vormachen. Auch im Alter gibt es unterschiedliche Generationen. Ich sage mal, der 70-Jährige, der mit dem 85-Jährigen korrespondiert, das ist eine Generation dazwischen. Das heißt, die Lebensvorstellungen und die Wünsche könnten schon anders sein. Und ich glaube nicht, dass die Gemeinschaftswohnform der Standard sein wird, sondern Mischformen dazwischen, Häuser mit Gemeinschaftsräumen, wo man sich treffen kann, zwanglos treffen kann, wo man aber auch sich aus einer Verpflichtung wieder rausnehmen kann, je nach Gesundheits- und Einstellungssituation. Ich glaube, es wird sehr viele Mischformen dazu geben. Ich lege immer noch so ein bisschen Wert auf meine Rückzugsmöglichkeit, mich auch mal individuell aus einer Gemeinschaft rausnehmen zu können.